bin total geschafft. Am zweiten Tag von unserem Biwakflugabenteuer hatten wir es mit etwas zu steilen und unwegsamen Aufstiegen zu tun. Geschafft. Und ganz zum Schluss erwartet euch noch eine Überraschung. Guten Morgen. Ja. Inzwischen aufgewacht, es ist 7:30. Ich konnte erst lange nicht schlafen. Ein Geräusch von irgendwelchen Insekten gehabt. Aber jetzt doch mich ganz gut, obwohl es im Zelt nicht so wahnsinnig bequem ist. Hat da in der Mitte so einen großen Poppel. Ich weiß irgendwie so rumdrum liegen musste. Ganz eben ist es auch nicht, aber egal. Bin ich mal gespannt, wie es draußen aussieht. Schönes Wetter, ein bisschen Wölkchen. Muss ich mich wohl mal anziehen, dann gehe ich mal aus dem Zelt raus. Schau mal, ob Bernd schon auf ist. Geil, hä? Wir sind hier auf einer Westseite, insofern haben wir noch keine direkte Sonne, aber es ist schon hell. Das ist einfach richtig schön. So, es ist jetzt 8:30 oder kurz vor 8:30. Da unten die Bäume haben schon ein bisschen Sonne. Wir sind quasi bereit zum Loslaufen. Bernd packt da noch die letzten paar Sachen. Unten geht's da ein gutes Stück hoch. Wir haben gestern mal noch geschaut. Ich bin nicht ganz sicher, ob einer von diesen Bergen wirklich startbar ist, aber also der nähere sehr wahrscheinlich nicht. Daher gehen wir wahrscheinlich eher mal auf den weiteren und schauen mal, wie es da aussieht. So, da sollten wir ziemlich viele Höhenmeter mal machen. Und dann sollte es weitergehen. Die Thermikprognosen sehen nicht allzu schlecht aus, aber es fängt wahrscheinlich ziemlich spät an. Insofern haben wir jetzt auch gut Zeit, da unsere Strecke zu machen. Weil unser Schlafplatz an einem Ort gelegen war, von dem irgendwie kaum Wanderwege hochgingen oder zumindest nicht dahin, wo wir hin wollten, mussten wir uns den Weg hier halt so ein bisschen selber suchen. Erstmal haben wir die Sonne, direktes Sonnenlicht, ein bisschen durch die Wolke. Da zwei Häuser. Da weiter oben sieht man jetzt noch nicht, hat es auch nochmal ein Haus und weiter oben nochmal eins. Wir sind jetzt ein bisschen flach gelaufen mit der Idee, dass vielleicht zwischen diesen Häusern irgendwie ein halbwegs brauchbarer Weg ist, weil hier hat es irgendwie nicht so viel Wanderwege auf der Route, die wir da machen wollen. Irgendwie da, die Richtung da hinten gehen wir. Mal schauen, ob das aufgeht. Hier oben angekommen auf dem Weg. Wir haben jetzt gerade entschieden, den Weg schon wieder zu verlassen. Weil der macht sonst einen zu großen Umweg. Da oben dieser Berg, den man hier nicht sieht, heißt Tarnen. Heißt Tarnen, oder? Ja. Und da wollen wir unser Glück versuchen. Mal schauen, ob der startbar ist. Wenn nicht, können wir auf den nächsten Berg rüberlaufen mit relativ wenig Höhenverlust. Das sollte auch kein Problem sein. Ja, es war jetzt ziemlich anstrengend, von da hinten alles querfeldein hochzugehen. Aber es ging und jetzt sind wir oben. Hier auf gut 1700. Ja, und jetzt müssen wir auch auf 2000 hoch. Der Gipfel ist ungefähr auf 2000, nicht ganz. Ja, gestern sind wir gekommen gestern. Das war ziemlich nice. Dass wir noch hier rüber gekommen sind, landen konnten.
Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier noch auf den Startplatz hochkommen. Es ist jetzt kurz nach 10:30. Wir haben also noch gut Zeit. Die Thermik fängt vielleicht so ungefähr 11:30 an. Und dahin werden wir wahrscheinlich einen Startplatz gefunden haben. Und wenn nicht, ist das auch nicht so wild, weil dann die Thermik dann schon ein bisschen stärker, ein bisschen zuverlässiger. Mal schauen, wie das aufgeht. Ganz was Mensch. Eieiei. Noch ein bisschen Fuder, hä? Noch ein bisschen Fuder und dann den nächsten Aufstieg. Ja, kommt gut. Schreibt, ja. Top. An dieser Stelle haben wir langsam geahnt, dass der Aufstieg in der direkten Variante vielleicht nicht die richtige Entscheidung war. Ich muss vielleicht hier noch zugeben, Bernds hatte sich ursprünglich eigentlich für die Variante ausgesprochen, den Aufstieg über den Wanderweg zu machen. Wenn man dafür aber gut 100 Meter hätte absteigen müssen, habe ich mich dann halt mit der direkten Variante durchgesetzt. Und wie das rauskommt, seht ihr ja gleich. Ich bin total geschafft. Ich bin jetzt gerade oben auf dem Grat angekommen. Bernds kommt wahrscheinlich auch gleich. Das war so steil. Ich glaube, das war eine ganz dumme Idee, hier durchzugehen. Aber die Aussicht ist nicht zu verachten. Ja, so ein paar Meter hoch auf den Gipfel. Dann werden wir da oben sehen, ob man da starten kann. Aber wenn nicht, hat es da denn immerhin einen Wanderweg, um auf einen alternativen Startplatz zu kommen. Holy shit, das war jetzt richtig mühsam. Die Hosen sind platschnass. Bin da durchs hohe Gras hoch. Hatte unterm Gras zweimal Tritte, man hat die nicht gesehen, weil sie vom Gras verdeckt waren. Und so anstrengend, ey. Aber ja, jetzt sind wir hier schon mal auf 1900, glaube ich. Gipfel auf 2000. Das sollte jetzt noch machbar sein. Also, das habe ich vorher noch falsch gesagt. Prognostizierter Thermikbeginn ungefähr ist 13.30 Uhr. Moment, nee, warte jetzt mal, 12.30 Uhr, genau. Und bis dahin haben wir noch mehr als eine Stunde Zeit. Das heißt, alles super gemütlich bisher. Aber mal schauen, wie es jetzt noch weitergeht und ob die Timing denn wirklich so einsetzt. Aber es formen sich die ersten schönen Cumuluswolken, also es könnte tatsächlich so aufgehen. Das hier ist jetzt der Gipfel. Ne, das ist der Vorgipfel. Der richtige Gipfel ist da drüben. Wir hoffen mal, da kann man starten. Hier war es jetzt nochmal sehr steil, ein bisschen exponiert, aber es hatte sehr gute Griffe und Tritte. Von dem her ging es eigentlich ganz gut. Bernds kommt da gerade hinterher noch ein paar letzte Schritte und da haben wir dann einen Gipfel. Ich hoffe wirklich, man kann da starten, weil sonst müssen wir auf den Gipfel da hoch. So oder so wäre das aber trotzdem eine Überlegung, das zu machen, weil wir da eigentlich schon besser positioniert sind und von da aus direkt ins Melchtal fliegen können und nicht zuerst noch aufdrehen müssen. Dann haben wir mehr Optionen zum Thermik finden. Mal schauen, aber jetzt müssen wir zuerst mal auf diesen Gipfel, ich glaube außenrum bei diesen steilen Flanken geht nicht, da müssen wir eh oben durch. Kommen auf dem Hahnen, 2045 Meter über Meer. Da unten der potenziellen Startplatz würde wohl gehen, aber ich bin nicht so begeistert. Wir haben auch keinen Aufwind irgendwie. Zwischendurch kommt mal so eine leichte Ablösung, aber das Gefühl, wir laufen eher da den Berg hoch. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie er heißt. Ich bespreche das nachher mal noch mit Benz. Bernds, nach langer Zeit mal wieder willkommen auf dem Wiesrot-Wieswanderweg.
Bei mir ist das Wengenhorn. Eigentlich wollten wir hier starten, aber der Wind kommt jetzt irgendwie so ein bisschen von hinter mir eigentlich direkt. Und jetzt haben wir hier Wendelen und da haben wir eine Flanke, die perfekt ausgerichtet ist, die sehr easy startbar aussieht. Von dem her laufen wir jetzt da hoch. Ich denke, das wird unser Startplatz. Und dann können wir auch direkt sicher über diesen Grat drüber fliegen und sind direkt in Mexe Frut im Tal. Können da Thermik suchen. Das ist mir auch viel wohler, weil da jetzt viel mehr Ost- und Südflanken. Angekommen auf dem Wandelen 2104 und hier haben wir garantierten Startplatz, da können wir raus. Wegweiser steht Melchtal 3 Stunden 35. Das schaffen wir schneller, aber hoffentlich landen wir da unten nicht, sondern können schön oben drüber fliegen und dann auf der anderen Seite weiter. Hallo Bernd, Wandelen 2104. So da, haben wir geschafft. Und wir haben einen Startplatz. Ja, glaub's. Würde ich sagen. Das geht ohne Wind. Was muss sein? Melchtal. Melchtal ist der Dunge, ja. Sie haben auf unserer Seite nichts entschieden gefunden. Ich bin jetzt über das Bässchen drüber geflogen und schaue, ob ich nach vorne etwas finde. Ja, irgendwie funktioniert da bisher noch keine Thermik. Das macht mich ein bisschen nervös, weil ich will da vorne nicht tief reinlanden. Das wäre richtig doof. Wir wollen noch ein bisschen weiter fliegen heute. Vielleicht geht es hier vorne an der Ridge, da um die Ecke, diese Krete, die steht voll in der Sonne und es hat eine schöne Wolke drüber. Vielleicht geht das. Bisher gar nichts, das ist ja schlimm. Wenn es mit Steigen hat abgestellt, mir bleibt nicht anders übrig als queren. Ich hoffe, denen geht irgendetwas, aber ich bin sehr tief. Bei unserem letzten Biwakflug bin ich hier noch tiefer angekommen. Ich sehe da das Jägerhütte, das ich dann zum Teil von unten habe gesehen. Da komme ich überall an, aber die bringt mir nicht so viel. Ja, da bin ich noch drei unbedingt, was du kannst drehen. Ich bin nicht sicher, ob hier irgendetwas steigt. Aber wenn ich keine Steigen finde, dann lande ich einfach unten in die Wiese rein. Dann kann man hochlaufen. Das ist vielleicht nicht sehr weit. Nö. Tut so ein bisschen etwas dergleichen, als würde es steigen. Aber es ist nichts. Der Schritt kannst du nicht zentrieren. Moment, ist ganz, ganz leicht zu integrieren, zu steigen. Ganz von Georg bei Ihnen gelandet. Und schauen wir uns das Ganze doch mal noch aus der Perspektive von Benz an. Der hat nämlich dann plötzlich auf der anderen Talseite ganz okayes Steigen gefunden. Es hat hier so halben Ausschieber gehabt. Ich hatte einfach irgendwie meine Höhe verloren und gefunden, bevor ich unter der landbaren Zone bin, lande ich lieber rein. Es ist nicht sehr weit zum Auflaufen. Wie sieht es vom Wind? Du hast Rückenwind gehabt. Es hat irgendwie noch Wind. Der Wind ist wenn schon so ein bisschen gelähmter auf. Es spielt eigentlich keine Rolle. Hier bin ich
gelandet. Thermisch ging irgendwie quasi gar nichts. Das war ein bisschen Reinfall. Bernd ist jetzt da oben reingelandet. Er war zwar viel höher, aber hatte da irgendwie keine gescheite Option, weiter oben reinzulanden. Ist von dem jetzt eigentlich am gleichen Ort rausgekommen wie ich. Ja, jetzt wird wieder gepackt. Dann laufen wir auf den Pass oben hoch und schauen mal, ob wir da irgendwo rausstarten können. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Da drüben ist das Engelberger Tal. Das war jetzt doch noch eine deutlich größere Sache, als wir erwartet haben, in das Engelberger Tal zu kommen. Und so wie das Wetter heute ist, habe ich nicht das Gefühl, dass wir von da noch allzu viel weiterkommen, ohne viel Hiken. Und langsam meine Schultern spüre ich. An den Füßen muss ich aufpassen, dass ich keine Blasen kriege, weil es ist alles nass gewesen von dem hohen Gras heute Morgen. Aber immerhin haben wir jetzt hier gerade eine Straße, die wir hochlaufen können. Das sollte von dem her eigentlich ziemlich easy sein, da hochzukommen. Ja, ich habe da den Schirm schon angefangen zu packen oder schon fast fertig. Jetzt muss ich da noch alles zusammenbringen in den Rucksack und dann geht's dann mal weiter. Jetzt hier oben, ich bin zu Bernd hochgelaufen, da wo er gelandet ist. Er hat jetzt auch nächstens auch gepackt und dann können wir da weiterlaufen. Jetzt hat es hier oben so einen Pass, den da eigentlich dachten wir, dass wir da hochlaufen und von da runter starten. Auf der Karte sieht der gar nicht so toll aus. Der hat auf die andere Seite hat der Felsen und hat gar keinen richtigen Weg hoch. Aber die Straße, die hier oben dran ist, die führt auf den nächsten Pass. Das ist der Storek-Pass. Irgendwie sagt mir der Name was. Ich weiß noch nicht genau woher, aber den kenne ich irgendwie. Und wir haben so die Hoffnung, dass man da starten kann. Ich weiß nicht, ob wir gegen Osten rausstarten können, da wo wir eigentlich hinwollen, weil der Wind kommt wahrscheinlich eher von Westen her. Insbesondere, weil jetzt ist Abend und die Westflanke, die wird thermisch funktionieren. Aber vielleicht können wir am Pass auf einer Seite ein Stückchen hochlaufen und da gegen Westen rausstarten und dann über den Pass rüber. Vielleicht können wir auf der Westflanke sogar noch ein bisschen Höhe machen, aber das ist vielleicht eher eine Illusion. Und dann ist die Frage, was wir nachher machen. Das müssen wir beim Hochlaufen ein bisschen diskutieren. Eine Möglichkeit wäre, ins Engelberger Tal runterzufliegen und dann da eine Bergbahn zu nehmen, auf der anderen Seite hoch und von da noch ein Stückchen weiter hochzulaufen zum Übernachten. Die Frage ist, schaffen wir das rechtzeitig, bevor die zumacht? Andere Ideen habe ich gerade noch nicht. Vielleicht fällt uns noch mehr ein. Mal sehen. Wir haben nochmal komplett umentschieden. Das Ding ist, die Bahn vom Engelberger Tal unten, die fahren irgendwie so bis 5 oder 6 Uhr und danach ist Schluss. Und das reicht uns wahrscheinlich einfach nicht, bis dahin bei so einer Bahnstation zu sein, weil die beiden Bahnen, die uns interessieren, die sind auch eigentlich außerhalb vom Gleitbereich. Insofern laufen wir jetzt hier auf einen anderen Startplatz hoch, der ist deutlich höher, aber eventuell übernachten wir gleich da oben. Da kann man morgen früh einen Abgleiter da runter machen und dann morgen früh da auf die Bahn, das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn wir das Gefühl haben, die Westflanke funktioniert noch gut, können wir heute nach Westen raus starten, das wäre auch eine Option. So, Bernd ist noch Wasser holen gegangen. Hast du Wasser gefunden? Ja, da haben wir oben. Da gleich das Auto auf die Lampe raus. Ein Problem war hier nämlich, dass wir fast kein Wasser mehr hatten. Und auf dem Weg, den wir geplant hatten, um da hochzulaufen, sah es auf der Karte nicht aus, als hätte es da irgendwo Wasser. Es hatte zwar da so eine Alphütte, aber wenn wir da durchlaufen würden, müssten wir nachher wieder eine Wiese hochlaufen und auf der Karte ist da kein Weg eingezeichnet. Und von steilen Wiesen ohne Weg hatten wir an diesem Tag wirklich schon genug. Aber schauen wir mal, was passiert. Aber wie es der Zufall wollte, kam uns in diesem Moment gerade der Alpwirt mit dem Auto entgegen und hat uns bestätigt, dass es bei seiner Alp Wasser hat, aber sonst weit und breit nirgendwo. So, hier war noch so eine Alphütte, da haben wir einen Zwischenstopp gemacht, nochmal Wasser aufgefüllt, dann haben wir noch ein Getränk gekriegt, war richtig nice, jetzt eine kleine Pause, Zwischenverpflegung und jetzt geht's da noch das letzte Stück auf den Grat hoch, da werden wir wahrscheinlich noch nicht starten, weil da können wir einfach nicht ins Engelberger Tal fliegen von da aus, weil wir würden in die falsche Richtung starten, das heißt wir müssen noch ein bisschen weiter hoch, das Problem ist aber, da oben hat's Wolken, da wo wir jetzt hoch wollen, jetzt haben wir die Hoffnung, dass sich diese Wolken zumindest teilweise verziehen, vielleicht können wir noch fliegen, vielleicht übernachten wir da oben, mal schauen.
Und obwohl auf der Karte nichts eingezeichnet war, hattest du auf großen Teilen der Strecke einen wunderbaren Weg auf den Pass hoch. Ja, schon sauschön hier, muss man mal sagen. Sind so ein bisschen Wolkenfetzen vorbei. Da drüben ist das Engelberger Tal. Ja, total fertig die Schultern. Schon mittlerweile einfach weh. Aber es geht noch, nicht total am Arsch. Ich habe so den Eindruck, es ist vom Erlebnis her geschickter, wenn wir hier übernachten. Klar, man könnte jetzt noch fliegen, nach Westen raus starten, könnte sogar thermisch noch funktionieren, aber wir sind hier schon an der Wolkenbasis oben, also aufdrehen ist auch nicht. Man könnte das Tal queren, auf der anderen Westflanke haben wir gute Chancen, nochmal höher machen zu können. Aber im Moment haben wir gute Chancen, bis wir gestartet sind und da drüben habe ich so meine Zweifel. Es hat heute jetzt wirklich thermisch noch gar nichts funktioniert und das hätte es einfach schon müssen. War wirklich alles sehr, sehr schwach. Und im Engelberger Tal landen, das ist auch im Talboden unten und das ist nicht so toll. Das Erlebnis ist viel cooler, wenn wir hier oben bivakieren können. Können wir morgen rüberfliegen. Auf der Ostseite hier eventuell schon thermisch aufdrehen. Wenn nicht, dann können wir entweder drüben anhängen oder dann im Tal landen und mit einer Bergbahn hoch. Ich glaube, das ist besser. Ein Problem ist noch so scharfe. Hello. 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 Geil hier. Da drüben ziehen die Wolken so hoch. Da sieht man voll ins Engelberger Tal runter. Und hier haben wir einen richtig schönen Platz. Schön ebene Fläche. Es hat ein bisschen viel Wind zum Kochen. Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter runter, dass wir im Wind geschützt sind. Mal schauen. Gestern habe ich euch halt Pasta versprochen. Da ist mir dann erst zu spät eingefallen, dass wir ja noch Brot haben, was man zuerst essen sollte. Ich würde mal sagen, heute gibt es die Pasta. Oh, ich finde es wirklich schön hier. Es ist jetzt wieder so recht spezielle Stimmung. Wahrscheinlich könnte man da jetzt noch rausstarten. Soaring würde wahrscheinlich sau gut funktionieren. Ich glaube, wir sind beide zu müde dafür. Die Überlegung ist jetzt, wir könnten jetzt heute rausstarten, ins Engelberger Tal fliegen. Bis wir gestartet sind, ist es zu spät. Wahrscheinlich funktioniert die Thermik jetzt schon nicht mehr da drüben. Oder wir machen das morgen früh. Und wenn wir heute starten, dann landen wir wahrscheinlich im Talboden und übernachten da. Ich will lieber hier oben übernachten. Das ist viel cooler. So, da den Pasta am Kochen. Sven. Hey Leute, waren wir vorher so kaputt und sah zwar immer so nach geilen Soaring-Bedingungen aus, aber jetzt mag ich langsam wieder ein bisschen. Sieht immer noch nach geilen Soaring-Bedingungen aus. Ich probiere den Scheiß jetzt. Vielleicht wird's nix. Dann habe ich eventuell ein Problem, weil ich vielleicht nicht reinlanden kann und dann weit hochlaufen muss. Aber es wäre sehr geil, wenn das noch klappt. Scheiße, ich habe die Toplande-Optionen massiv einfacher eingeschätzt, als sie sind und Soaring funktioniert nicht. Das gibt einen Hike. Jetzt schaue ich mal, ob ich da hinten reinlanden kann und dann da hinten irgendwie oben durch zurückhiken, weil Soaring funktioniert hier hinten auch nicht mehr. Das ist meine einzige Chance, hier irgendwo reinlanden. Hier ist es mir zu wellig, da fühle ich mich noch nicht wohl dabei, aber da vorne könnte es gehen. Scheiße. Hey.
Jawohl. Sauber Flair. Es wird ein Hike, aber nicht ganz so ein schlimmer. Oh. Es wird eine üble Sache vom Hike her, aber unten bei den Kühen landen, das wäre eine Katastrophe gewesen. Und so ist es nicht eine Katastrophe, sondern nur eine bisschen mühsame Angelegenheit. Aber das schaffe ich. Immerhin, ich habe es probiert. Es war zu spät. Schon eine Viertelstunde vorher hätte es sicher noch funktioniert, aber das war zu spät. Ich wusste es eigentlich, dass es nicht mehr geht, aber ich musste es einfach noch probieren. Und ich dachte, ich könnte da unten reinladen, aber das war viel zu anspruchsvoll. Das hätte ich nie geschafft. Ja, okay. Also hier kann ich den Schirm nicht packen oder will ich nicht. Ich trage den gerafft hoch und geilerweise habe ich keinen Rucksack mitgenommen. Das heißt, der Hike zurück wird nochmal ein bisschen anspruchsvoller. So, ich gucke den Sonnenuntergang an, aber ich gehe hier hoch mit gerafftem Schirm. Ich bin schon wieder komplett durchgeschwitzt und es hört nicht auf. Boah, aber irgendwie geht's denn schon. Da oben hat es zwei Lamas, das sind Herdenschutztiere. Ich glaube, denen gefällt es nicht, dass ich hier stehe. Aber ich will jetzt hier den Schirm packen. So, schaut mal hier, die Lamas, die beobachten mich mit strengen Augen, was ich hier mache. Jetzt muss ich den Schirm zusammenpacken. Bernd ist mir noch zur Hilfe gekommen. Ja, und mal sehen, was die Lamas da noch machen, ob die mich nachher durchlassen. Bin mal gespannt. So, Lamas, dürfen wir hier durch, bitte? Es ist spät, ich bin im Zelt, gehe ich dann gleich schlafen. Ja, das letzte Hike da nochmal hoch und zurück. Mir gerade noch den Rest gegeben. Ich bin ziemlich durch und wirklich langsam. Mag ich gerade gar nicht mehr. Wir haben vorher noch ein bisschen so die Pläne diskutiert für morgen, aber ich werde euch das morgen erzählen. Ich mag heute nicht mehr. Ich bin gerade wirklich durch. Aber es war trotzdem ein geiler Tag. Wir sind zwar nicht wahnsinnig weit gekommen, aber wir haben sehr viel erlebt. Positiv und anstrengend und krass. Es war irgendwie schon geil. Aber jetzt bin ich so fertig. Gute Nacht. Also, gestern sind wir an der Marbachegg gestartet, Richtung Osten geflogen und weil wir hier nicht mehr hochgekommen sind, da reingelandet. Dann gab es einen anstrengenden Hike auf den Haglere und danach einen wunderschönen Abendflug mit Landung auf der anderen Talseite oberhalb von Giswil. Danach gab es einen kleinen Hike hoch zu unserem ersten Schlafplatz. Von da sind wir dann heute Morgen auf einer super anstrengenden und anspruchsvollen Route auf den Hahnen aufgestiegen und von da noch weiter übers Wengenhorn auf den Wandelen. Da sind wir dann gestartet. Weil ich dann aber bis da vorne wirklich kein brauchbares Steigen gefunden hatte, haben wir dann halt mal das Tal gequert und sind da drüben reingelandet. Von da sind wir dann über die Alp Oberlachen auf den Chrüzi Bödmür aufgestiegen und haben da unseren Schlafplatz für die zweite Nacht gefunden. Ob wir denn morgen mehr Glück mit der Thermik haben, erfährst du im nächsten Video. Sobald es draußen ist, verlinke ich euch das hier auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite verlinke ich euch noch ein Video, in dem ich meine Ausrüstung für dieses Bivouacfliegen vorstelle. Da ist übrigens auch noch das Wetter und die Anreise vom ersten Tag dabei. Das war's für diesmal. Ciao und bis in der Woche beim nächsten Video.